Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin Gina. Und ich bin Michel. Nein, ich bin doch Johanna. Oh Mann. Aber heute besuchen wir Michel. Wir hören eine Geschichte und danach gehen wir mit Tine und Hartmut aus Grozal in den Tischlerschuppen. Ich nicht. Tschüss. Viel Spaß. An der Ex steigt ein Jung mit einem Tüdelband. In der anderen Hand ein Butterbrot mit Käse. Wenn hier bloß nicht mit der Billen in der Tüdel kommt. Und du legst hier auch gar lang ob der Nies. Und hier rasselt mit dem Dassel gegen Kanzstehen. Und hier bitt sich ganz gehörig ob der Tum. Hast sie Obst als sich das hört nicht wieder. Das ist ein Klacks für so ein Hamburger Jung. Jo, 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 Clown, Clown, Äppelwund wie Clown und Zuckerwurmzaun. Ein jeder aber kann das nicht, denn er muss aus Hamburg sein. Jo, 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 Clown, Clown, Äppelwund wie Clown und Zuckerwurmzaun. Ein jeder aber kann das nicht, denn er muss aus Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen in der Wohnzimmer-Kita. Mein Name ist Ronny, ich bin Schwimmlehrer aus der Nienhagener Straße und ich dachte, weil wir zurzeit leider nicht ins Wasser können, dass wir zusammen zu Hause oder ich hier vor der Kamera ein paar Übungen mit euch mache. Die erste Übung, die wir machen wollen, nennt sich Kraulbeine. Euch auch bekannt als Strampelbeine. Und wir fangen an. Ich drehe mich einmal, damit ihr besser sehen könnt. Und wir stützen uns auf die Ellbogen. Beine nach oben und wir strampeln. Wichtig ist, die Oberschenkel bewegen sich auf und ab. Und jetzt noch einmal für euch zum Mitmachen. Alle machen mit und los geht's. Und strampeln, strampeln. Sehr gut macht ihr das. Super. Und los geht's. Und weiter. Super macht ihr das. Und auf und ab. Und fertig. Super, sehr gut. Das nächste Mal möchte ich mit euch die Brustbeine durchsprechen. Tschüss! Hallo liebe Kinder, ich bin Linda aus Grozal und ich möchte euch heute ein Buch vorlesen. Und zwar das große Bilderbuch von Michael aus Lönneberger. Ich lese euch nur eine kleine Geschichte daraus vor. Das Buch ist von Astrid Lindgren. Das kommt aus dem Oettinger Verlag und die Bilder sind von Björn Berg. Vielleicht kennt ihr Astrid Lindgren schon. Die hat auch ein paar andere Geschichten schon geschrieben, wie Pippi Langstrumpf oder Lotte aus der Krachmacherstraße. Und heute möchte ich euch ein bisschen was von Michel erzählen. Ja, dieser Michel aus Lönneberger, das war ein kleiner Lausejunge. Der war nicht halb so artig wie du. Aber seine Mama hatte ihn trotzdem lieb. Michel ist ein netter kleiner Junge, sagte sie. Michel wohnte auf dem Bauernhof Katthult in dem Dorf Lönneberger. Das liegt in Småland und Småland ist ein Teil von Schweden. Dort wohnt er mit seiner Mama. Und sein Papa. Seiner kleinen Schwester Ida. Und dem Knecht Alfred. Und einer Magd, die Lina hieß. Und einer kleinen alten Frau, die im Haus half. Die hieß Krösa Maja. Da könnt ihr das einmal sehen.
Könnt ihr den Michel erkennen? Genau, hier ist er. Es gab auch Pferde und Kühe in Kathult und Schafe und Schweine und Hühner und eine Katze. Aber was das am allermeisten gab, das war dieser Michel. Oh je, Mini, was für ein Kind, sagte Lina immer und immer wieder. So ein Bengel wie den hab ich noch nie gesehen. Sie konnte Michel nicht besonders gut leiden, aber Alfred hatte ihn sehr gern. Zwei schöne Sachen hatte Michel. Seine Büchse, das war ein Holzgewehr, das Alfred ihm geschnitzt hatte, und seine Mütze, die sein Papa ihm in der Stadt gekauft hatte. Ich will meine Mütze und meine Büsse haben, rief Michel abends, wenn er schlafen gehen sollte. Mütze und Büsse, sagte er, weil man in Smallland so spricht. Und Michel war ja Smallländer, wie du schon weißt. Da könnt ihr einmal die Tiere sehen. Das sind ja ganz schön viele. Die Pferde und Schweine. Und da sind Kühe. Michel machte fast jeden Tag Unfug. Und davon will ich dir nun ein bisschen erzählen. Einmal feierte man ein Fest in Kathult. Da wollte Michels Vater die Fahne hissen. Michel und Ida standen neben ihm und sahen zu. Aber dann musste Michels Papa für eine Weile weggehen, weil er einer Kuh beim Kalben helfen sollte. Als nun Michel und Ida so alleine dastanden, kam Michel auf die Idee, klein Ida stand der Fahne an der Stange hochzuziehen. Ida war sofort einverstanden. Denn es machte ja Spaß, so hoch hinaus in die Welt zu kommen. Ich sehe ganz Lönneberger, schrie Ida. Ach, bloß Lönneberger, sagte Michel. Willst du wieder runter? Hier könnt ihr Ida oben sehen. Ganz weit oben. Nein, Ida wollte nicht wieder runter. Sie wollte ganz, ganz lange oben hängen bleiben. Oh, jetzt kommt unser Besuch, schrie sie, denn sie sah die Pferdekutschen den Hügel nach Kathult heraufrollen. Aber noch jemand kam in diesem Augenblick und das war ihr Papa. In Windeseile holte er Ida vom Fahnenmast herunter und dann packte er Michel und brachte ihn in den Tischlerstuppen, wo Michel immer sitzen und über seinen Unfug nachdenken musste. Aber sie wollte doch Lönneberger sehen, sagte Michel und weinte. Und deshalb musst du sie gleich an der Fahnenstange hochziehen, sagte Michels Papa. Er war furchtbar böse auf Michel. Da könnt ihr sehen, wie Michel und sein Papa sich ein bisschen streiten. Michel saß dort in seinem Tischlerstuppen und dachte eine Weile nach. Aber nicht sehr lange. Rate mal, was er dann tat. Er riss aus dem Tischlerschuppen aus. Ich kann hier doch nicht mit leerem Magen hocken, während die anderen beim Festessen sitzen, dachte er. Also legte er ein Brett vom Fenster des Tischlerschuppens hinüber zum Fenster der Vorratskammer. Und dann kroch er darüber. In der Vorratskammer bewahrte Michels Mama in einem großen Schrank ihre guten Würste auf, die bei dem Festmahl gegessen werden sollten. Ich esse auch sehr gerne Wurst, dachte Michel. Später kam Lina, um die Würste zu holen, aber sie fand keine einzige Wurst im Schrank. Sie fand nur Michel. Er lag in einem Regal und schlief mit ein bisschen Wurstpelle um sich herum. Und so hatte er stundenlang geschlafen, während in Kathult
alle geweint und nach ihm gesucht hatten. Fast alle Festmahlwürste hatte er aufgegessen. Nur ein ganz kleines Zipfelchen war noch übrig, als Lina kam. Oh je, Mine, was für ein Kind, hatte Lina vermutlich gesagt. Hier könnt ihr sehen, was Michel immer macht, wenn er im Schuppen ist. Er schnitzt nämlich dann immer kleine Figuren. Und da ist er rübergewandert, um die ganze Wurst zu essen. Und das war meine Geschichte von Michel für euch. Simona erzählt euch auch noch eine Geschichte von Michel. Ich glaube, da kommt eine Suppenschüssel drin vor. Ihr könnt euch schon ganz doll freuen. Und dann sehen wir uns bestimmt bald wieder. Tschüss! Hallo Kinder! Wir kommen aus dem Waldkindergarten von Grotzahl. Ich bin Tine. Und ich bin Hartmut. Hallo! Und wir wollen heute ein bisschen mit euch bauen. Wir wollen ein Flugzeug mit euch bauen. Und ein Hubschrauber. Und dafür brauchen wir verschiedene Sachen. Wir fangen mit dem Flugzeug an. Und dafür brauchen wir, willst du das vielleicht mal hochhalten, dann kann ich das Flugzeug ja weiterhalten. Wir brauchen ein Stück Holz. Und da sägen wir nachher was ab. Sieht so aus. Und wir brauchen noch die Flügel. Dann brauchen wir ein paar Düsen. Das Flugzeug soll ja auch noch Antrieb kriegen. Und ein paar Räder, damit es auch gut und sicher landen kann. Gut, also wir haben Abfallholz, was ihr mit Sicherheit auch bei euch in der Garage, bei den Eltern oder im Baumarkt kriegen könnt. Das benutzen wir ganz viel, sodass wir das nicht kaufen müssen. Und wir fangen einfach mal an mit dem Bauen. Tine, möchtest du mal den Anfang machen? Dann sehe ich gleich. Genau, können wir machen. Ja. Wir fangen einfach mal mit dem Rumpf des Flugzeuges an. Und ein Flugzeug hat ja vorne eine Spitze. Und die schneiden wir jetzt ab von dem Stück Holz. Dafür brauchen wir eine Säge. Genau. Wir nehmen immer gerne eine Klappsäge. Die ist sehr praktisch, kann man ausklappen. Kann man mit sägen, wenn man fertig ist, klappt sie zu. Natürlich die Finger nicht dazwischen halten. Auch nicht als Zahnbürste benutzen. Und kann man in jedem Rucksack nehmen. Und stört halt nicht. Okay. Genau. Und da schneiden wir dann einfach mal, ich nehme jetzt einfach mal, wie so ein einigermaßen passt, schräg einmal das Stück Holz ab. Und dann sägen wir da vorne mal eine Spitze. Wir probieren es mal hier. Also bevor ihr sägt, die Hand rauflegen, schön fest, die Säge daneben. Und das ist eine, nennt sich eine Zuchtsäge. Ihr braucht nicht drücken, ihr braucht nicht schieben, sondern einfach nur hin und her. Und dann sehe ich die Säge von alleine. Okay. Okay, das war's. Wo ist er hingeflogen? Das Teil bitte nicht wegschmeißen. Das kann man benutzen anschließend. Kennt ihr alle, wo der Kran nicht drauf ist. Genau. So, Tine, dann haben wir schon mal den Rumpf. Auf dem Rumpf wollen wir auch ein paar Flügel setzen. Und die haben wir hier. Einmal ungefähr mittig, ungefähr sage ich immer, und dafür brauchen wir ein paar Nägel. Die findet ihr auch bei euren Eltern in der Werkzeugkiste. Genau. Und sonst einfach auch mal fragen, ne, die Eltern, wenn sie die versteckt haben. Genau. Genau, ein paar Nägel, ein, zwei Nägel, werden wir hier oben jetzt reinhämmern. Dafür braucht ihr auch noch einen Hammer. Da gibt es auch unterschiedliche Größen von Hammern. Nehmt die, die euch am besten in der Hand liegt. Müsst ihr ein bisschen austesten. Mama und Papa haben vielleicht mal ein paar unterschiedliche. Und dann einfach mal ein bisschen festhalten, bis der Nagel richtig drin sitzt. Jetzt sitzt er schon mal. Und zur Sicherheit, damit er nicht hindrehen kann, nehmen wir noch einen zweiten. Der verbiegt sich jetzt, also das ist nicht so schlimm. Das kann mal passieren. Die ziehe ich einfach mal wieder raus mit einer Zange.
Habe also ich hier? Sobald ihr merkt, dass er krumm wird, der Nagel, nicht nochmal raufhauen, weil dadurch wird er nicht gerade. So, den haben wir wieder draußen. Ich gebe dir nochmal einen neuen. Ja, super. Ja. Danke. Ihr solltet das zu Hause auf dem Küchentisch nicht machen. Am besten irgendeinen festen Tisch, einen stabilen Tisch. So, das sind schon mal die Flügel. Jetzt wollen wir noch ein paar Düsen drunter haben. Genau, fliegen kann er so noch nicht, also brauchen wir die Düsen. Die Triebwerke in echt und wir haben uns überlegt, eure Eltern haben ja auch ab und zu mal vielleicht eine Flasche Wein, die sie trinken oder so. Korken, jede Menge Korken. Das gibt einmal die oben dicker sind, unten schmaler und einmal die gleichmäßig sind. Wir nehmen immer ganz gerne die etwas dicker sind, weil die einfach von der Optik her schöner aussehen, wenn man sie an den Flügeln befestigt hat. Das könnt ihr hier am Modell sehen. Kann man zwei nehmen, kann man vier nehmen, dann ist das ein 380er. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Wir haben dazu kürzere Nägel, ein bisschen kürzere Nägel. Man kann auch an den Korken immer ganz gut austesten, ob das passt. Wenn ihr es einfach mal ranhaltet, wenn wir den so reinhauen würden, seht ihr, ist der Nagel zu kurz. Quer passt er. Und dann legen wir den einfach darauf. Man kann den Nagel mit der Hand reindrücken ein bisschen, dass er fest ist. Oder man kann ihn auch mit dem Hammer, ich nehme meistens immer einen leichteren Hammer, weil der Korken ist nicht so fest, dass man den Nagel ganz leicht reinkriegt. Achtung! So, und dann kommt der Nagel, wenn er auf der anderen Seite draußen ist, müsst ihr schön festhalten. Nochmal drei Schläge, zack, passt er. Ist die eine Seite fertig. Kann er immer noch nicht fliegen, würde er sehr einseitig sein. Die Leute würden umkippen da drinnen. Also nehmen wir den zweiten, wo haben wir den Nagel? Den zweiten Nagel. Auch wieder raufsetzen. Drehen wir mal um, dann könnt ihr schön gucken. Und ja, immer aufpassen, dass ihr nicht auf die Finger, nicht, dass ihr nicht die Finger trefft. Okay, jetzt seht ihr zwei Düsen, zwei Turbinen. Jetzt fehlen natürlich noch die Räder, weil sonst wäre das ja ein Wasserflugzeug. Und das muss ständig fliegen, dann kann ich landen. So, richtig. Und jetzt kommen halt die nächsten Korken, die anderen Korken, die die ganz gerade sind. Und die nicht so dick sind an einem Ende, sondern richtig. Die geraden. Genau. Und die wollen wir die vorher ranmachen? Genau. Vorher ja, machen genau. wir die Räder ran. Da haben wir Chromkorken zugenommen. Man kann auch Korken selber klein schneiden in Scheiben und auch als Räder benutzen. Das sieht auch immer ganz nett aus. Das könnt ihr aber für euch entscheiden, wie ihr das möchtet. Genau. Da hämmern wir die hier rein, aber nicht ganz rein, weil dann sitzt der Kronkorken fest im Korken. Und wir wollen ja gerne, dass er als Rad sich auch ein bisschen bewegen kann. Dazu ja? benutzt ihr dann diese kleinen Nägel. Sieht man wahrscheinlich schlecht. Aber kleine, feine Nägel braucht ihr dazu. Ich und halte mal den Kronkorken. Tina hält und ich versuche mal, ihre Finger nicht zu treffen. So. Genau. Nicht ganz rein. Dann kann man sie wieder ein bisschen abziehen. Und dann kann man den Korken drehen und dann ist das ein Reifen. So, hier auf der glatten Fläche funktioniert das nicht so gut. Auf dem Teppich oder auf unebenen funktioniert es besser. Wo ist der Kleine? Da. So, jetzt nehmen wir den nächsten. Damit wir jetzt den anderen nicht ganz reinhauen, nehme ich diesen zweiten Korken, Kronkorken, lege den auf eine kleine Holzplatte vom Flugzeug, wo auch immer, und hau nur den Nagel so weit rein, dass ich den Korken einmal durchgepikst habe. Und dann setze ich den hier rauf und dann kann ich ihn reinhauen. Da ist der Widerstand auch nicht so groß und beide drehen sich. So, Tina, jetzt ist dein Part. Hier ist der Nagel. Der ist wieder ein bisschen größer, weil wir wollen ja, dass er durch den Korken in das Holz hier reingeht. Deswegen muss er ein bisschen länger sein. Genau. Geht ja ganz leicht durch den Korken. So.
die Rollen noch, dann bauen wir den nächsten. Wir haben immer so eine Kiste mit verschiedenen Größen, sodass wir dann bei Bedarf die Nägel nehmen, die wir, oder man sucht sich die aus, die Kinder suchen sich die meistens aus. So. So, dann haben wir es da. Okay. Das machen Kinder auch. Könnt ihr auch gerne mit euren Eltern zusammen, Mama oder die Eltern, die halten und ihr haut die Nägel rein. Und dann tut es auch nicht so weh, wenn ihr vorbeihaut. Jedenfalls nicht bei euch. Genau. So. Dann nehmen wir den nächsten Korken, dasselbe nochmal wieder auf die Holzplatte. So, einmal durch. Ihr könnt mal fragen, ob sie das auch mit der Finger reindrücken kann. Das geht auch ganz gut. So. Genau. Und dann wollen wir den noch auf unseren Flugzeugrumpf befestigen. So, und jetzt mal den hier da runterlassen. Ja. So. So solltet ihr nicht machen, weil das tut nämlich weh. Einmal auf Hartmut Zwinger. Ja. So. Okay. So. So, jetzt fehlt noch eine Sache. Habt ihr vielleicht eine Idee? Genau, der Kranich, ne? Hinten bei den großen Flugzeugen, wenn ihr mal am Flughafen wart, da seht ihr immer hinten drauf bei der ein Kranich. Und das könnt ihr hier raufmalen. Wir haben nachher Stifte. Könnt ihr bemalen. Diesen müssen wir jetzt auch noch befestigen. Dazu nehmen wir einen Nagel. Auch wieder einen von den größeren. Und der hat ja schon die Räder, damit die nicht platt sind, legen wir immer solche Platte darunter. Dann werden die Reifen nicht beschädigt. Und der Nagel einfach auch nur ein bisschen reinhauen und dann ist er fest. So. Und das sieht dann auch noch gut aus. Das ist ein kleiner Punkt für die Wetteraufnahmen. Gut, jetzt haben wir unser Flugzeug soweit fertig. Stifte. Könnt ihr raufmalen, Menschen, Pilot hier vorne, könnt ihr eure Eltern reinsetzen, eure Geschwister, dann könnt ihr irgendwo hinfliegen, wo ihr auch Lust habt. Genau, oder einfach bunt anmalen, wenn ihr gerne alle Farben mal durchprobieren wollt. Oder ihr könnt es bekleben, geht auch, Zeitung zerreißen, raufkleben, wunderbar. Das ist die erste Sache, das ist unser Flugzeug. Was ihr auch noch machen könnt, aber das müsst ihr nicht, das ist ein Krampen. Den kann man hier reinhauen und dann kann man Draht nehmen, dünneres oder dickeres, und dann kann man das, haben wir hier mal vorgeführt, können wir mal vorführen, könnt ihr es aufhängen. Ne? Am besten bei euch im Zimmer und dann viel Spaß damit. Okay, das Flugzeug ist jetzt fertig. Wir haben jetzt noch einen Hubschrauber, der geht ähnlich, auch sehr leicht eigentlich, und Tine fängt mal an. Genau, der sieht ja so ähnlich aus wie unser Flugzeug. Ist nur ein bisschen kürzer, müssen ja auch nicht ganz so viele Leute mitfliegen. Wie in einem Flugzeug. Und wir machen das so ähnlich wie mit den Rädern vorhin auch. Die machen wir erstmal unten drunter fest. Wenn du einmal hältst, dann hämmer ich einmal die Räder her. Wir haben es für euch schon mal vorbereitet, jetzt vorbereitet, so, dass es schneller geht. So, noch das zweite hier vorne. Genau. Dann seht ihr, kann schon mal fahren, aber es soll ja auch noch mal fliegen. Und das ist beim Hubschrauber ja ein bisschen anders als beim Flugzeug. Dafür brauchen wir einen Korken. Von so einem großen Korken schneiden wir das obere Stück ab, das dickere Ende. Und das wollen wir jetzt zum Rotor machen. Und dafür brauchen wir Rotorblätter. Wir haben hier vier Schasslichtspieße und 1, 2, 3, 4, könnt ihr sehen. Die stechen wir in den Korken ein. Und in den Korken, nicht in die Finger, ne? Genau, in den Korken, da machen wir Rotorblätter. Das wäre die Hälfte. Korken. Genau, aber so kann er nicht abheben, er braucht alle vier. Klasse. So. Und schon habt ihr ein Rotorblatt. Und den können wir jetzt oben auf dem Hubschrauber befestigen. Aber nicht ganz reinhämmern. Denn wir wollen ja noch, dass er am Ende sich drehen kann. Und das kann er ja nicht, wenn wir ganz fest hämmern. So. Guck mal, da kann er sich immer noch bewegen. Und abheben. Jetzt könnt ihr natürlich noch, wie ihr das beim Flugzeug auch gemacht habt,
Kann man mit Buntstiften oder Farben, kann man das schön anmalen. Einmal hier, da haben wir schon mal den Piloten, der winkt. Könnt ihr auf der anderen Seite auch machen. Malen oder mit einer anderen Farbe. Einfach irgendwas hinmalen, damit es ein bisschen bunter wird. Und wie beim Flugzeug könnt ihr auch noch einen Kampen oben dran befestigen. Dann könnt ihr das mit rausnehmen oder aufhängen, so wie wir das hier auch gemacht haben. So. Und meisten Hubschrauber haben noch einen kleinen Rotor dabei. Da haben wir auch einen Korken wieder genommen, da haben wir eine Scheibe von abgeschnitten und einen Kronkorken oben rauf befestigt. Und den kann man jetzt auch noch hier an der Seite festmachen. Müsste man auch ein bisschen mit dem Hammer festmachen, festnageln. So, kann sich auch drehen und sieht sehr dekorativ aus. Okay, das war, wie man einen Hubschrauber und ein Flugzeug bauen kann. Und ja, jetzt wünschen wir euch viel Spaß dabei. Ja, ihr könnt es auch mit rausnehmen, wenn ihr ein bisschen frische Luft schnappen wollt mit euren Eltern. Dann könnt ihr das mit rausnehmen, ein bisschen damit spielen. Und ja, viel Spaß wünschen wir euch dabei. Und dann sagen wir schon mal tschüss. 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 Hallo liebe Kinder und herzlich willkommen zu unserer Wohnzimmer-Kita hier aus der Küche in der Goethestraße. Ich bin der René und ich möchte euch heute mal was ganz Tolles zeigen. Und zwar, wie wir einen richtig leckeren Milchshake machen. Und zwar mal nicht mit Banane oder mit Erdbeeren, sondern mit Himbeeren, Kiwi und Orange. Und eigentlich ist es ganz lecker, weil das Coole daran ist eigentlich, wenn man den Milchshake fertig hat, kann man den theoretisch auch einfrieren und man könnte sich daraus Eis sogar machen, wenn man das möchte. Aber wir möchten heute einen ganz, ganz tollen Sommernachtisch machen. Und das ist einfach sozusagen jetzt unser Kiwi. Himbeer-Milchshake, andersrum, Himbeer-Kiwi-Milchshake, genau. Was brauchen wir dafür? Gar nicht so viel, wie es das Rezept schon sagt. Eigentlich Himbeeren, Kiwis, eine Orange, Joghurt ist ganz wichtig, etwas Zucker und natürlich Milch. So, und wie wir das Ganze jetzt einmal ganz schnell zubereiten, das dauert auch gar nicht lange, das zeige ich euch jetzt. Und wir fangen nämlich an mit den Kiwis. Und zwar, die Kiwis wollen wir einmal hier, ihr seht ja, hier sind immer die Enden, und die wollen wir einmal abschneiden. So. So, wenn wir das haben, dann schälen wir jetzt die Kiwi. Ich nehme dafür wieder einen Sparschäler. Man kann das aber auch mit einem Messer machen, ne? Eure Eltern helfen euch bestimmt dabei. Wie gesagt, ihr müsst für diesen Milchshake müsst ihr nicht unbedingt Kiwis nehmen, ihr müsst auch nicht unbedingt Himbeeren nehmen. Ihr könnt auch Erdbeeren, Bananen könnt ihr benutzen, Melone. Das, was ihr gerade mögt, worauf ihr Lust habt oder was ihr gerade noch zu Hause habt. Das ist immer eine ganz tolle Sache, wenn das Obst kurz davor ist, es muss gegessen werden, das passiert ja nun mal. Dann kann man das eigentlich immer so sehr schön verwerten. So, ich habe jetzt schon mal Milch vorbereitet in einen Messbecher. Das solltet ihr zu Hause auch machen. Wenn ihr zu Hause einen Standmixer habt, so ein Blender, so nennt sich das, könnt ihr auch den natürlich nehmen und die Milch da schon mal reinmachen. Ich habe jetzt hier nur einen Zauberstab, einen Pürierstab, den benutzen wir gleich. Und die Kiwi schneide ich einfach mal in kleine Würfel. Das macht das Ganze etwas einfacher nachher beim Mixen. Und macht die mitten die Milch rein schon mal. So, Kiwi ist übrigens sehr gesund, sehr Vitamin C-haltig. So, bei dieser Kiwi ist das so, dass hier das Innengehäuse immer noch sehr unreif ist, also das Weiße. Man merkt das auch, das ist richtig hart, ich kriege das gar nicht geschnitten. Deswegen nehme ich das jetzt hier mal raus, weil sonst haben wir hier nachher kein Milchshake, sondern eine Suppe. Aber seht ihr, jedes Gemüse ist anders, es kann nicht alles gleich sein. So, wir haben jetzt die Kiwi in die Milch reingemacht. Jetzt können wir auch schon unsere Himbeeren nehmen und können die einfach mal mit dazu tun. Einfach mit rein. Das ist das Schöne an diesen schönen Nachtisch. Einfach alles zusammen. Da muss man auch gar nicht genau gucken, wie viel man da reinmacht. Man kann so viel reinmachen, wie man möchte. So, ich nehme jetzt noch eine Orange. Viele nehmen zum Beispiel auch eine Zitrone dafür. Ich nehme eine Orange, weil sie ist deutlich lieblicher und nicht so sauer. Und auch die werde ich wieder etwas drücken auf dem Brett. Seht ihr das? Weil eine Orange ist auch immer sehr, sehr fest und wir wollen die ja richtig schön saftig auspressen. Das ist wie mit einer Zitrone. Wenn die sehr, sehr fest sind, dann lassen sie sich nicht so schön auspressen. Wenn man die aber vorher etwas auf dem Brett rollt oder auf dem Tisch, dann hat man den Saft sozusagen gleich fast schon
beim Aufschneiden mit raus. So, die pressen wir jetzt hier aus. Seht ihr, perfekt ausgepresst. Ne? Das machen wir mit der anderen Seite auch noch. Das gibt nochmal den extra Geschmack mit rein. So, die haben wir auch. Und nun nehmen wir den Orangensaft und kippen den mal mit dazu. Klasse. So, damit unser Milchshake jetzt noch richtig schön homogen wird gleich nach dem Pürieren, geben wir jetzt noch Joghurt mit hinzu. Ganz einfach normalen Naturjoghurt. Lecker Schmecker. So. Ich habe jetzt hier noch etwas Rohrzucker stehen, denn Kiwi, Himbeeren zu der jetzigen Jahreszeit gerade sind doch noch etwas säuerlicher. Dann kommt der Joghurt noch dazu, denn der Orangensaft, wir wollen ja nur auch keinen Milchshake haben, der jetzt sehr, sehr nach, ja, eigentlich nur bitter schmeckt. Deswegen mache ich heute noch etwas Zucker hinzu. Ihr könnt aber natürlich schauen, wenn ihr jetzt einen Bananenmilchshake macht, der braucht ihr grundsätzlich gar keinen Zucker, weil eine Banane hat immer sehr, sehr viel, ja, Eigensüße. Jetzt aber heute bei dem machen wir etwas Zucker hinzu. Man kann auch Honig nehmen. Das ist jedem überlassen, ne? Also da könnt ihr eure Fantasie freien Lauf lassen. Und jetzt nehmen wir unseren Pürierstab und pürieren sozusagen einfach nur noch den Milchshake. Und wenn ihr damit fertig seid, empfehle ich euch, ja, für den super Sommerdrink im Garten oder auf dem Balkon, stellt ihn euch jetzt nochmal kalt und dann nehmt ihr euch einfach ein Glas zum Beispiel, füllt ihn einfach da hinein. Und schon habt ihr einen richtig, richtig leckeren Milchshake. Richtig gut, richtig lecker, vor allem selbst gemacht. So, einen haben wir hier noch. Der Rest geht in unser Filmteam hier. Prösterchen. Lecker. Man schmeckt die Kiwi, man schmeckt die Himbeere. Richtig gut sogar. Wow. Wie gesagt, man könnte den jetzt theoretisch sogar einfrieren und könnte noch ein Eis daraus machen. Richtig lecker, der hier zum Schlecken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Also, das ist wirklich echt gut. Freue mich aufs nächste Mal. Ja. Und viel Spaß noch bei unserer Wohnzimmerkita. So, wir trinken jetzt auf jeden Fall noch einen Milchshake. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hallo, ich bin's wieder, Theresa. Und ich freue mich, dass Gina da ist. Hallo. Hi, Kinder. Wir machen zum Anfang heute wieder eine Gebärde und können die dann zusammen üben. Heute nehmen wir wieder ein anderes großes Tier, und zwar mit einem langen Rüssel. Gina, was kann das sein? Der Elefant. Genau, das war einfach. Die Gebärde dazu ist der Elefant mit seinem langen Rüssel. Das mache ich nochmal. Der Elefant mit seinem langen Rüssel. Das kann man sich gut merken. Ja, das ist ganz schön einfach. Und als Sprachspiel habe ich mir heute überlegt, machen wir ein Assoziationsspiel. Das bedeutet, dass Gina fünf Sachen sagen darf, die ihr zu dem Wort Kindergarten einfallen. Mal sehen, ob sie das schon gut kann. Was fällt dir zum Kindergarten ein? Morgenkreis. Spaß. Dann, was machen wir denn noch immer gerne? Basteln. Was hast du gerade gemacht? Musik. Richtig gut. Ja. Und ich weiß, Sprachspiele. Sehr gut. Genau, das waren schon fünf Sachen aus dem Kindergarten. Wir freuen uns, wenn wir das bald wieder zusammen machen können. Bis morgen. Tschüss.
Geschoss und aus. Wir bleiben alle jetzt zu Haus. Viel geht's noch zu singen, werdet es schon sehen. Darum wird es morgen weitergehen. So, ihr Lieben, ich hoffe, unsere Folge am Dienstag hat euch gefallen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.